Mach mal einen Körper hier rein. Dann war's das mit den Vorsätzen. Okay. Yo Heroes, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit Kollege Kolja und Kollege Tim. Und wir haben gerade über das Thema Vorsätze gesprochen. Genau. Warum man die Vorsätze im neuen Jahr nicht erreicht oder was der häufigste Fehler ist, den die meisten Leute machen bei den Vorsätzen. Und das Video kannst du dir hier unten unter dem Video, haben wir es dir verlinkt, kannst du auf dem Strandfigur-Kanal nochmal anschauen. Und jetzt soll es ein bisschen um das konkrete Thema gehen, Training und Ernährung. Was kann man da konkret machen, damit man die Vorsätze eben erreicht, die man sich gesetzt hat, das heißt Sixpack, Muskeln und so weiter und so fort, wo es da hier auf dem Zero-to-Hero-Kanal darum geht. Und ja, ich fange einfach mal an mit der Sache Training. Okay. Und zwar gibt es da bei uns bei Zero-to-Hero immer so ein paar Grundsätze, die man befolgen muss. Und der Fehler ist quasi, dass viele Leute sich immer so um viel, viel zu viele kleine Details kümmern und sich in diesen Details verlieren. Ne? Und bei uns gibt es verschiedene Grundsätze im Zero-to-Hero-Programm. Das und das und das und das wird gemacht. Darauf konzentriert ihr euch und das war's. Und damit macht ihr auch die Erfolge. Ja? Mm. Sag mal ein Beispiel, zum Beispiel mit das Trainings-Days skippen oder so. Beim Training so die Gedanken drüber macht, so muss ich jetzt das Bankdrücken so machen, dass ich 1 Zentimeter hier oder 1 Zentimeter weiter da oder wann muss ich meine BCAAs nehmen oder keine Ahnung was. Ne? Muss ich jetzt die Klimmzüge eng oder breit machen oder keine Ahnung, ne? Oder soll ich bei Instagram den Hashtag Vegan benutzen oder nicht? Genau, ja. Solche Sachen. Also Leute denken immer, das macht jetzt die Übung aus oder das macht jetzt den Erfolg aus. Ja. Oder das breite Rudern ist besser als das enge. Und dann fragen sie immer, ich merke es auch mal als Trainer selber, welche Übungen sind jetzt besser und sowas alles, ne? Und wir reduzieren uns bei Zero-to-Hero auf die Basics und damit hat man Erfolge und ja. Das eben zum Thema Training. Du wolltest noch was zu sagen über Thema Ernährung, ne? Warum Ernährung, ganz klar. Viele verlieren. Ne? Genau, das ist halt, weil man auch wieder, genau wie ihr gesagt habt, beim Training, man verliert sich in den Details. Ja? Und immer, wenn man dann irgendwie nicht mehr weiterkommt, gibt es eine ganz einfache Regel, Simplify. Ja? Also wieder alles aufs Einfache reduzieren. Was bedeutet Carb Backloading? Carb Backloading, das, was wir hier machen, das, was einfach funktioniert, weil es im Alltag sehr praktikabel umsetzbar ist. Wir müssen sagen, mit unserer Erfahrung jetzt des letzten Jahres mit Zero-to-Hero-Programm und so, wir hatten ja insgesamt schon mehr als ein paar hundert Teilnehmer, danke, es ist für ungefähr 15%, würde ich sagen, oder 10 bis 15% der Teilnehmer nicht geeignet, ja. Also manche Leute, die kommen mit dieser Fastenphase nicht klar und so morgens, ja. Aber für alle anderen ist es einfach ein super einfaches, griffiges Konzept. Das bedeutet einfach, 1/3 der Kalorien, ja, vor dem Training ungefähr und 2/3 der Kalorien nach dem Training und vor allem die ganzen Kohlenhydrate nach dem Training. Es hat einfach den Vorteil, dass wir uns einfach viel besser vor dem Training meistens fühlen. Wir haben nicht diese Ups und Downs auf Arbeit die ganze Zeit. Ja? Du machst dir morgens nur so einen Bulletproof Coffee zum Beispiel, ja? Und dann sitzt du nicht auf Arbeit, weil du morgens Brötchen gegessen hast und hast die ganze Zeit so Blutzuckerschock und dann wieder irgendwie fällst du fast ein, ja? Oder fällst dir ins Meer oder irgendwie so. Und dann aber auch, das ist der Vorteil, dass du halt durch Carb Backloading auch abends, ja, einfach mal ins Restaurant gehen kannst und nicht irgendwie da sitzt und sagst, ich hätte gerne einen Salat mit Puttenstreifen und Marinade, aber bitte Low Carb. So. Aber nee. Bitte ohne Soße, nur mit... Ja, genau. Ja, genau, das ist total zum Kotzen, ja. Und wir, Tim und ich, ja, ich meine, wir übertreiben es ganz gerne auch ab und zu. So krass muss man es nicht machen, so, dass wir halt so nach dem Training immer Eis essen und so weiter. Da muss man auch natürlich ein bisschen planen, das ist klar. Genau. Aber du musst halt eben nicht, wenn du abends essen gehst, dann irgendwie immer darauf achten, dass du halt kein Reis isst und Kartoffeln, sondern kannst halt richtig reinhauen. Ja? Und das ist der Vorteil hier beim Carb Backloading. Ja. Ja, und was ich noch sagen wollte ist, dass wenn du jetzt... Wenn du jetzt ein krasses Programm hast oder so, was bringt dir das, wenn es so krass schwer ist, dass du es dann eh nicht durchziehst, ja? Ja. Und es so schwer ist, im Alltag umzusetzen. Und bei uns kann man es einfach im Alltag umsetzen und kannst es noch durchziehen und hat dann eben einen langfristigen Erfolg einfach. Ja, that's it. Und wir haben noch diese Austauschgruppe bei Facebook dann halt, ne? Ja, also, aber da kommen wir dann in den nächsten Tagen dazu, weil wollen wir nochmal sagen, was wir alles genau am Programm selbst geändert haben und so weiter. Und wir machen ja auch am Sonntag den Livestream um 18 Uhr, Leute. Ja, also denkt dran. Wir haben es extra um 18 Uhr gemacht, damit für alle Leute, die halt abends sich danach noch so Transformers und so reinziehen wollen und so, also so wie wir, ja, dass wir sozusagen danach noch Zeit haben, ja. Also deswegen 18 Uhr, kommt unbedingt auf den Zero-to-Hero-Kanal, genau, und wir werden richtig abgehen, wir werden vor der Kamera alles machen, was ihr wollt, ja. Also
keine Grenzen gibt es für uns. Nein, Quatsch. Und dann werden wir halt wirklich das Thema Muskelaufbau nochmal komplett von vorne bis hinten aufrollen. Werden unsere Meinungen auch zu Pitfalls und zu den ganzen Trainingssystemen geben, ob man vegan jetzt Muskeln aufbauen kann oder ob es überhaupt nicht funktioniert und so weiter und so fort. Ja? Also kommt Sonntag online und dann werden wir richtig Gas geben. Okay, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Videos oder spätestens am Sonntag. Genau. Wann kommt dein Startschuss? Genau, die Flirt-Jungs sind, glaube ich, nicht dabei, Manu und Sebi, glaube ich, oder? An einem Sonntag? Nee. Nee, ich glaube, die kommen aber demnächst auch nach Malle hier. Also, ja. Da wird auch noch einiges auf euch zukommen hier. Okay, bis dann, ciao.